habe mir gesagt, oh, wenn man so eine starke Persönlichkeit wie den Schröder, wenn man hat, also man wird ihn vermissen. Er hat natürlich auch ein hinreichendes Maß an Rücksichtslosigkeit. Ich rede weiter, wenn das Pfeifen aufhört. Er hat es als ein ganz großes Spiel seines Lebens angesehen. Er ist ein ganz starker Idealist. Die Kraft, die er da ausstrahlt, auch eine, wie soll ich sagen, sogar eine gewisse Erotik. Bring uns an den Abgrund und du wirst erleben, was in uns drinsteckt. In seinem neuen Büro unter den Linden versucht Gerhard Schröder ein Leben ohne Macht. In dieser Runde tagen seine engsten Vertrauten. Sie sprechen über Schröders neues Buch. Der Ex-Kanzler hat es eilig. Er will seine Amtszeit so schnell wie möglich bilanzieren. Ein Mann der Widersprüche und Ungereimtheiten wird er bleiben. Warum hat er plötzlich hingeschmissen, wo er doch so gerne Kanzler war? Warum wollte er Neuwahlen, die er nicht gewinnen konnte? Ja, und das machen Willy Brandt auch. Offene Fragen begleiten ihn bis heute. Wird er als Friedenskanzler in die Geschichte eingehen? Oder als der Erste, der deutsche Soldaten an die Front schickte? Wird er als Modernisierer gefeiert werden? Oder hat er die Sozialdemokratie zerstört? Der Mann, den die Deutschen als Medienkanzler kannten, war nach seiner Abwahl über Nacht aus der Öffentlichkeit verschwunden. Es wurde still um Gerhard Schröder. Keine Kameras, keine Mikrofone, keine Journalisten. Aber Ruhestand? Hektisch flüchtete sich Schröder in die Arbeit. Mit jeder Schlagzeile verdichtete sich der Verdacht, dass hier ein Mann auf schnellstem Wege reich werden wollte. Ohne Rücksicht auf politische Anrüchigkeit. Ich rede ungern darüber, wie Sie verstehen werden, aber vielleicht so viel. Die ersten 3-4 Monate sind sehr schwierig, waren auch sehr schwierig. Mir hat eines geholfen, was ja auch dann stark kritisiert worden ist, dass ich relativ rasch was zu arbeiten hatte. Das ist dabei keineswegs in erster Linie um Geld gegangen, sondern es ist darum gegangen, nicht in ein Loch zu fallen, weil auf einmal sozusagen sinnvolle Beschäftigung nicht mehr da ist. Ich eigne mich mit in meinem Alter halt nicht zum Pensionär. Schon aus dem Amt, aber noch nicht ganz draußen. Gerhard Schröder zwischen zwei Welten. Kanzler und Verkäufer. Damaskus, 3 Wochen vor Beginn der Libanon-Krise im Sommer 2006. Gerhard Schröder wird von Präsident Assad empfangen. Der syrische Diktator zeigt sich gern mit dem westlichen Elder Statesman. Und Gerhard Schröder gefällt es. Bundeskanzler, das war die Rolle seines Lebens, die er noch heute gerne spielt. Ob hier in Damaskus, in Peking oder Moskau, wo immer Gerhard Schröder erscheint, wird er empfangen, als sei er noch Regierungschef. Trotz Entourage bewegt sich Schröder jetzt allein auf diplomatischem Parkett. Deshalb hat er sogar Englischunterricht genommen. Es ist vor allem sein Ruf als Widersacher von US-Präsident George Bush, der ihm die Türen öffnet. Und Schröder zögert nicht, daraus Kapital zu schlagen. Man bleibt ein politischer Mensch sein Leben lang, das will ich auch, aber eben nicht aktiv, weder in nationaler noch in internationaler Politik. Aber an der Grenze zwischen Politik und Wirtschaft zu arbeiten, das macht ja den politischen Menschen Gerhard Schröder aus. Und ich kann mir auch keine Tätigkeit vorstellen, die sozusagen unpolitischer Natur für mich sein könnte. Glamour und orientalischer Pomp. Schröder genießt solche Erlebnisse und nutzt sie für seinen persönlichen Erfolg. Doch die Einsamkeit steht ihm bisweilen ins Gesicht geschrieben. So hat er immer Politik gemacht.
Er mag Menschen und er kann sie für sich gewinnen. Er hört zu und er findet den richtigen Ton. Schröder, der Autodidakt, lernt in jedem Augenblick seines Lebens. Und er ist ein begnadeter Verkäufer. Jetzt ist er mit seinem größten Verkaufsschlager unterwegs. Mit sich selbst. Dass er als ehemaliger Kanzler Deutschland immer mitverkauft, versteht sich. Krieg und Frieden. Im tschechischen Wahlkampf unterstützt Gerhard Schröder den sozialdemokratischen Premierminister Jiří Paroubek. Plötzlich taucht mit deutschen Urlaubern auch seine Vergangenheit wieder auf. Sofort verfällt Schröder auch hier in die Kanzlerattitüde. Auf sein Image als Friedenskämpfer ist Verlass. Seine politische Botschaft ist sehr persönlich. Mein Vater, ich war nicht einmal ein halbes Jahr alt, ist von deutschen Faschisten in den Weltkrieg geführt worden und in Rumänien gefallen. Ich habe eines daraus gelernt: Nie wieder Krieg. Der Anfang war ganz anders. Als erster Kanzler der Bundesrepublik schickte Schröder Soldaten zum Kampfeinsatz ins Ausland. Deutsche Tornados flogen in den Kosovo. Ein hart umkämpfter Entschluss. Die Bundesregierung hat sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich stehen zum ersten Mal nach Ende des Zweiten Weltkrieges deutsche Soldaten im Kampfeinsatz. Diesen Bruch hat er gewagt. Der war nicht einfach gegeben. Historisch war er angelegt. Jemand hätte es getan. Aber bis zu Schröder hat man doch gesagt, wir machen da nirgends mit. Wir sind eigentlich aus der historischen Erfahrung heraus immer passiv, zurückhaltend. Wir zahlen. Dann habe ich auch gedacht, manchmal ist die Geschichte listig. Denn die Regierung Kohl, unsere Regierung, hätte es sehr schwer gehabt, eine solche Entscheidung, die richtig war, zustande zu bringen, denn die Opposition, also die Opposition bis 98 Rot-Grün, die hätten natürlich eine gewaltige Mobilisierung der Öffentlichkeit, wahrscheinlich auch die Straßen, gegen eine solche Entscheidung mobilisiert. Die rot-grüne Regierung, die noch nicht einmal vereidigt war, stand vor ihrer Existenzfrage. Die NATO wollte eine Antwort. Es war die Sitzung im Kanzleramt. Ich saß da, Schröder war da. Da war klar, dass es an Deutschland hing. Und Kohl war sehr gedrückt, Rühe sehr, sehr pushy, also sehr nach vorne drückend, während Kinkel mehr referierte und den Sachstand, vor allen Dingen auch den juristischen Sachstand. Und Schröder sagte, dann machen wir das so. Und ich guckte auf Lafontaine, weil mir klar war, was das hieße. Euch schützt die Demokratie in einem Land, eine Freiheit, eine Demokratie, die die Menschen im Kosovo gerne hätten. Ihr solltet euch schämen, solche Sprüche hier zu klopfen. Das war ja eine neue Erfahrung für uns allemal, noch mehr für uns als für andere. Und wir wussten natürlich auch, wie schwer das zu verarbeiten sein würde. Trotzdem, es hat zwei Aspekte gehabt. Einer war dieser eher emotionale, also schaffen wir es innerlich, wir selbst, damit zurechtzukommen und kriegen wir es erklärt einem Volk, das ja aus guten Gründen und aus historischer Erfahrung gegen Krieg ist. Es war auch sozusagen der Bruch mit der eigenen politischen Biografie. Es ist uns nicht leicht gefallen. Da verabschiedet man sich nicht einfach nur davon. Das galt auch für ihn. Fischer und Schröder. Beide hatten sich zur Antikriegsgeneration der Nachkriegszeit gezählt. Als Juso-Chef hatte Gerhard Schröder 1981 auf dem Evangelischen Kirchentag in Hamburg öffentlich gegen die Nachrüstungspolitik seines Kanzlers Helmut Schmidt protestiert.
Es war ganz sicherlich eine Generation, die reichte von den 68ern bis zu denjenigen, die etwas jünger wie ich an den Bonner Friedensdemonstrationen teilgenommen haben und sicherlich geprägt waren durch diese gemeinsame Haltung. Ich bekenne, dass ich noch lange Zeit gesagt habe, zu meiner Zeit, da wo deutsche Soldaten in diesem Jahrhundert, also im 20. Schon einmal waren im Zweiten Weltkrieg, da sollten sie nicht ein weiteres Mal hingehen. Aber da muss ich heute anerkennen, das ist eine Generationenfrage. Nicht? Wenn man selber noch Soldat war, dann ist der Zugang noch mal ein bisschen anderer. Um diese Zeit bekam Schröder zum ersten Mal ein Foto seines im Krieg gefallenen Vaters zu Gesicht. Nun, da er selbst um Krieg und Frieden rang, berührte ihn das besonders. Er besuchte das Grab des Vaters in Rumänien. Das war schon ein bewegender Moment. Es ist merkwürdig, ich habe ihn nie gekannt, habe nie ein Bild gesehen, bis ich das von den Cousinen bekam. Und trotzdem, es bewegt was im Innern, wenn man dann vor dem Grab eines Vaters steht, den man selber niemals gesehen hat. Mit den Anschlägen vom 11. September hatte der Krieg ein neues Gesicht bekommen. Schröder war nicht nur persönlich tief betroffen. Er wusste, welche politische Herausforderung auf ihn als Kanzler zukommen würde. Was wird das für Konsequenzen haben? Und rasch war klar, dass es gewaltige haben würde, dass es eine amerikanische Reaktion geben würde, für die man auch Verständnis haben müsste, dass das so etwas sein würde wie der Bündnisfall und dass Deutschland in diesem Bündnisfall seinen Platz einzunehmen hätte. Den 11. September verstand der Kanzler als Kriegserklärung gegen die Zivilisation. Er versprach den Amerikanern Deutschlands uneingeschränkte Solidarität. Er hat die Formulierung vorgetragen und ich fand sie sehr richtig und wichtig. Mir war klar, was sie hieß. Damit da kein Irrtum aufkommt. Mir war klar, was damit gemeint war. Wir sind dabei, wenn es Richtung Afghanistan geht. Deutschland stand zunächst im Schulterschluss mit den USA. Bei seinem Besuch im Mai 2002 zählte George Bush noch fest auf die Gefolgschaft der Deutschen. Für ihn galt Schröders Versprechen. In Berlin aber begann die Angst zu wachsen, dass Bush schon einen neuen Feind im Visier habe. Saddam Hussein im Irak. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Präsident über alle möglichen Optionen nachdenkt, aber dass entgegen dem, was gelegentlich gemutmaßt wird, es keine konkreten Pläne für eine militärische Aktion gegen den Irak gibt. Also wir hatten den Frühsommer über keinen Grund, uns zu distanzieren, weil klar war, und die Administration auch immer sagte, es gibt keine Entscheidungsvorlage für den Präsident. Der Präsident hat deswegen auch nichts entschieden. Das war das, worauf wir als politisch Handelnde zu bauen hatten. Und das änderte sich dann erst später. Es gab dann mehr und mehr Erklärungen aus dem Umfeld, dass man mit einem anderen Begründungszusammenhang, nämlich erst Massenvernichtungswaffen, später mit überhaupt gar keiner Begründung oder mit kaum einem mehr, vielleicht doch entschlossen sei. Und deswegen haben wir dann im August klar gemacht, was geht und was nicht geht, öffentlich, intern vorher. Der Bundeskanzler wurde deutlich, mitten im Wahlkampf. Spielerei mit Krieg und militärischer Intervention, davor kann ich nur warnen. Das ist mit uns nicht zu machen, meine Damen und Herren. Schröder hat diesen Konflikt mit Amerika innenpolitisch instrumentalisiert, wissend, dass ein beachtlicher Teil der deutschen Bevölkerung ohnehin Vorbehalte gegen Amerika im Allgemeinen und gegen diese Administration im Besonderen hat. Das macht man nicht. Er hätte es auch getan, wenn Deutschland sich nicht im Bundestagswahlkampf befunden hätte. Dass Deutschland sich im Wahlkampf befand, hat ihn erkennbar nicht gestört.
Wenn er Ja sagte zum Einsatz der Truppen der deutschen Soldaten auf dem Balkan oder in Afghanistan, dann war es logisch, dass er Nein sagen konnte. Es gehört ja zur Freiheit der Politik im Irak. Es war eine Emanzipation Deutschlands. Nähe zu Moskau. Gerhard Schröder auf Geschäftsreise in der russischen Hauptstadt. Der Kanzler im Ruhestand knüpft an eine Erfahrung an, die alle seine Vorgänger schon gemacht haben. Im Ausland sind sie beliebter als zu Hause. Please join me in welcoming Mr. Gerhard Schröder, the Chancellor of Germany from 1998 to 2005. Mr. Schröder. Vor jungen Managern wirbt der hochbezahlte Gast als Redner und Berater für die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Nahtlos kann er an seine Kanzlerzeit anknüpfen. Als Kind hat Gerhard Schröder vor Hunger den Kitt von den Fenstern gefressen, wie er gerne erzählt. Jetzt liegt ihm Moskau zu Füßen. So fühlt sich Erfolg an. Gerhard Schröder war als Bundeskanzler schon ein Global Player. Und er tut jetzt natürlich sehr viel, um das, was er als seine große Begeisterung sieht, nämlich der Umgang mit globalen Themen, das auch heute in Wirtschaftsthemen zu gestalten. Und sein Rat ist gefragt. Ich glaube, das wird auch so in den nächsten Jahren noch so bleiben. Und er ist jemand, der sich auf diesem internationalen Parkett ausgesprochen wohlfühlt. Auch das war am Anfang anders. Beim Weltwirtschaftsgipfel in Köln, zu Beginn seiner Amtszeit, war Schröder Gastgeber und Lehrling zugleich. Die Show beherrschten die anderen. Der russische Präsident Jelzin versuchte, Schröder zu vereinnahmen, als sei der Helmut Kohl Junior. Er hat, wie ich damals fand, Unflätiges über Helmut Kohl verbreitet, weil er sich gegen dessen Saunadiplomatie wehrte, gegen dessen Männerfreundschaften, gegen die Kumpanei, die er mit die Kohl mit einigen Staatsmännern zu seiner Amtszeit hatte, und hat dann sehr schnell gemerkt, dass das für den deutschen Amtsinhaber, wird er Kanzler und ist er Kanzler, regelrecht zur patriotischen Amtspflicht wird. Schröder, Putin und die Schlittenfahrt von Moskau. Mit seinem Engagement für Russlands Staatschef übertrumpft Schröder sogar noch Helmut Kohl. Eine unsichtbare Hand scheint deutsche Kanzler immer nach Moskau zu führen. Es gibt zu Wladimir Putin deswegen einen leichteren Zugang, weil er glänzend Deutsch spricht. Und wenn jemand, der seine eigenen Schwierigkeiten hat, wie ich, in der englischen Sprache, sich zunächst einmal in der eigenen Sprache mit jemandem unterhalten kann, schafft das mehr an Dichte in der Beziehung. Zwischen den Schröders und den Putins sah Weltpolitik wie ein Familientreffen aus. Ich würde das gerne zeigen. Putin brachte sogar Schmuck für den Weihnachtsbaum in Hannover. Das sind also Kugeln, ja, für den Weihnachtsbaum. Tannenbaum. Mit herrlichen Blicken, meine ich, Anblicken für herrlichen Bildern von Moskau und von St. Petersburg. Enge Beziehungen zum russischen Präsidenten sind immer im Interesse unseres Landes. Sie dürfen nur nicht unbalanciert sein und sie dürfen bei anderen keine Missverständnisse auslösen. Also, nachdem wir schon miserable Beziehungen zu vielen westlichen Verbündeten hatten, wäre es ja auch nicht besser, wenn er jetzt auch noch keine Beziehung zu Russland hätte. Was bereden Männerfreunde auf dieser politischen Ebene, wenn sie allein sind? Sollte Schröder Tschetschenien, Pressefreiheit und Menschenrechte angesprochen haben, dann ist es sein Geheimnis geblieben. Es sah so aus, und ich kenne beide sehr gut, als ob dies Kumpanei wäre. Das war Männerfreundschaft, aber keine Kumpanei, jedenfalls keine Kumpanei in der Sache. Ich habe erlebt, in Sitzungen, wo wir zu mehreren waren,
dass Schröder und Putin, die sich einfach mochten, das muss ja auch der Politik erlaubt sein, sich Kräfte in die Haare gerieten. Gerhard Schröder in seiner neuen Rolle. Der Chef des Aktionärsausschusses der Gazprom-Tochter Nord Stream besucht Lubmin bei Greifswald. Hier soll die Ostsee-Pipeline das deutsche Festland erreichen. Die Kritik an Schröders neuem Job ist bis heute nicht verstummt. Er selbst sieht sich im doppelten Sinne gegenüber Putin in der Pflicht. Als Staatsmann und als Freund. Ein wenig klingt es, als habe er sich für Deutschland geopfert. Ich hatte es abgelehnt gegenüber dem Vorstandsvorsitzenden, weil ich nichts Operatives machen wollte. Und erst als im Dezember, also lange nach der erfolgten Wahl von Frau Merkel, der russische Präsident mich selber gefragt hat, dachte ich, das kannst du nicht ablehnen, wenn der russische Präsident dich bittet, das zu machen und dann abzulehnen, hielt ich für unangemessen. Entspricht auch nicht meiner Beziehung zu ihm. Dass das natürlich, wie man bei uns so sagt, den Geschmäckle hat, das muss er wissen. Und Juristen wissen den, er ist ja auch Jurist, dass man eben auch den Anschein der Befangenheit vermeiden muss. Und dass dies so in dieser Übergangsphase auch noch vereinbart wurde, wo er schon damit rechnen musste oder gerechnet hat, dass er nicht mehr Kanzler bleibt, macht die Sache natürlich noch einmal schlechter. Also er hätte sich und unserem Land und dem Amt einen Gefallen getan, wenn er das nicht gemacht hätte. Das, was da normalerweise in Rede steht, ist ja sein Engagement für eine Pipeline, für die sich der Bundestag übrigens parteiübergreifend ausgesprochen hat und die zu 51% einem russischen Unternehmen gehört. Wenn dieses russische Unternehmen sozusagen der Minderheitenseite, der deutschen Seite, den Aufsichtsratsvorsitz anträgt, dann würde ich mal einfach die These wagen, dass das im deutschen Interesse liegt. Schröder und die SPD. Seit 43 Jahren ist er Sozialdemokrat. Aber nur selten lässt sich Schröder seit seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt bei den Genossen blicken. Der 100. Geburtstag von Herbert Wehner ist eine Ausnahme. Der guten alten Tante SPD wahrt er die Treue, doch ein verlässlicher Parteisoldat war er nie. Gegenüber der Funktionärselite hält er auf Abstand. Ja, wir hätten ihn halt schon gerne als SPD ein bisschen mehr auf unseren Kurs gebracht. Dann wäre er unser Liebling geworden. Da hat er sich aber nie wirklich auf Kurs bringen lassen. Hat immer aktiven Widerstand sozusagen geleistet, woraufhin die Partei wiederum aktiv dagegen gehalten hat. Und insoweit war das immer ein Ringen. Es war ein einziger Ringkampf. Die SPD und Gerhard Schröder, das war immer Ringkampf. Zwei Rivalen präsentierten sich gemeinsam als Sieger. Der eine Kanzler, der andere Parteichef. Im Augenblick des Sieges vergaß die SPD sogar, dass sie Schröder nicht liebt. Als ich 1998 ins Amt kam, war die Größe dessen, was mit dem Reformstau angerichtet worden war und was auf uns zukommen würde, so nicht definierbar. Und natürlich, wir waren auch programmatisch nicht von vornherein vorbereitet. Kein Zweifel. Auch wir waren ja doch verhaftet in der Rheinischen Republik und waren da groß geworden und hatten gedacht, mit ein paar Korrekturen hier und da ist es vielleicht zu ändern. Aber das war nicht so. Unter seiner Kanzlerschaft sind eben diese ganzen Entscheidungen, die wir von der Rente über das Gesundheitssystem bis zum Arbeitsmarkt getroffen hatten, die in Kraft waren, die sich positiv ausgewirkt haben. Denn dass wir 99 eine gute wirtschaftliche Entwicklung hatten, hat auch damit zu tun gehabt. Die hat er zurückgenommen und dann haben wir den Kladderadatsch gehabt. Und 3 Jahre später hat er dann mühsam wieder daran angeknüpft. Und so nach 5 Jahren hat er ungefähr wieder den Stand an Reformen erreicht gehabt, den wir 97 schon hatten, den er zerstört hatte. Schäuble und die CDU, das war die Opposition. Den Feind hatte Schröder im eigenen Lager. Oskar Lafontaine und den linken SPD-Flügel. Aus einer Männerfreundschaft wurde blanker Hass. Äh,
Es wurde ja kolportiert, also Schröder habe sich mit mir angelegt. Das hat er eben nicht, das traute er sich nicht vor versammelter Mannschaft, denn die Reaktion wäre entsprechend gewesen. Aber es war klar die Absicht, das jetzt zu erkennen, dass in Zukunft immer wieder mit solchen Indiskretionen und Intrigen, muss man ja sagen, Stimmung gemacht würde. Und dann habe ich gesagt, mir reicht's. Lafontaine schmiss hin. Die Kanzlerpartei hatte keinen Vorsitzenden mehr. In der konkreten Situation gab es nur eines, wenn man den Kanzler so retten will und stabilisieren will. Er muss jetzt die ganze Macht haben da an der Stelle. Dies bedeutet eine Zustimmung von 75,98%. Ausgerechnet der Einzelkämpfer Schröder sollte jetzt die Partei zusammenhalten. Da wird viel darüber geschrieben, die Partei liebe mich nicht. Aber ich sage euch, was die Liebe angeht, in des Wortes wirklicher Bedeutung, reicht mir Doris. Ich möchte, liebe Genossinnen und Genossen, irgendwann mal sagen können, nachdem ich bewiesen habe, dass ich für die Ziele der SPD arbeiten kann, habe ich sogar Zuneigung verdient. Die nächsten Bundestagswahlen aber gewann er vor allem aus eigener Kraft und mit Hilfe der Grünen. Schröder sah nur seine Macht gerettet. Für Fischer hatte es historische Bedeutung. Dieses Rot-Grün war ein Projekt. Also ich war immer vorsichtig mit diesen Projekten. Ja, dennoch war es das. Die Sicht ist das eine, die Realität das andere. Rot-Grün hätte es nicht gegeben, wenn das nicht ein Projekt gewesen wäre. Ich glaube, dass Regierungsbündnisse Zweckkonstellationen sind. Ja, ja. Politik im Alleingang. Über sein Familienleben hat Gerhard Schröder eine Art Nachrichtensperre verhängt. Doch gelegentlich leistet er sich quasi private Momente. Im Englischen Garten in München trifft er sich mit seinen Skatkumpels. Viermal im Jahr kommt die illustre Runde zusammen, in wechselnder Besetzung. Immer dabei Ex-Innenminister Otto Schily und der Maler Markus Lüpertz. Der Beste, wenn es sehr eindeutig bin ich, der Schlechteste. Nein, nein, nein. Der Schlechteste ist Otto Schily. Nein, nein, ganz einfach umgekehrt. Ganz umgekehrt. Der Kanzler hat nur manchmal mehr Glück. Das ist, ja, der ist ein Glücksspiel. Ja. Ja, der öffentliche Schröder ist ein positiver Mann, ein harter Mann, ein Mann mit Durchsetzungsvermögen, ein Mann mit Allüre. Der private Schröder ist warmherzig, liebenswürdig und ein Freund. Also diese Gegenüberstellung ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ist ein Mann, der sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt in der Politik. Und als Freund ist er eben voller Zuneigung und Interesse für das, was der andere macht. Für seinen Freund Markus Lüpertz reist Schröder auch nach Wien. Seit Willy Brandt hat es keinen Kanzler gegeben, der den Kontakt zu Künstlern so intensiv gesucht hat wie er. Er hört ihnen gern zu und diskutiert mit ihnen seine Politik. Ich halte ihn für einen Visionär, was er in vertraulichen Gesprächen sagt, von dem, was er vorhat oder vorhatte oder was er sich, wie er sich das vorstellt. So war das durchaus visionär im Sinne von einer besseren Welt. Und daran hat er gearbeitet, dafür hat er sich eingesetzt. Sie dürfen nicht vergessen, er ist ein ganz starker Idealist. Und so wollte er auch im Geschichtsbuch stehen. Nach den Versäumnissen der ersten vier Jahre musste er handeln, sollte seine Regierungszeit nicht Episode bleiben. Das war die Zeit, in der ich mit aller Massivität zu dem Gefühl gekommen bin und zu der Erkenntnis gekommen bin, das geht so alles überhaupt nicht weiter. Da ist im Grunde, ohne dass es das Wort schon gab, die Agenda 2010 entstanden. In diesen Koalitionsverhandlungen, die so nach außen so glatt liefen und die in Wirklichkeit uns alle gezeigt haben, Kinder, wir sind vor der Wand da, wir müssen was tun. Wir müssen mehr tun als in der ersten Legislaturperiode. Sein drastisches Reformprogramm nannte er, flott und inhaltsleer, Agenda 2010. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Es war auch vielleicht ein Fehler, dass man diese Agenda
2010 zuerst im Bundestag bekannt gegeben hat und nicht, was man ja dann nachholte, einen Parteitag damit befasst hat. Es war eine gezielte und geplante Überrumpelung der Partei, aus der Angst gespeist, dass man sonst diese Reformschritte nicht durchsetzen kann. Und wahrscheinlich hat Gerhard Schröder machtpolitisch sogar recht gehabt. Aber trotzdem trage ich ihm das nach, dass er so mangelnde Überzeugungsarbeit geleistet hat. Man muss ab und zu auch den Mut haben, die Dinge zu tun und sozusagen im Tun zu lernen und die Dinge zu bewegen. Ich glaube, wenn wir das damals offen erklärt hätten vorher, was wir da wollten und wohin die Reise gegangen ist und wo wir manches da selbst noch nicht so ganz genau gewusst haben, das war ja auch selbst noch ein Lernen, dass wir dafür keine Mehrheiten bekommen hätten. Die Empörung war groß. Die Genossen empfanden die Agenda als Verrat an den sozialen Zielen der Partei. Wir verlassen mit der Agenda 2010 in wesentlichen Punkten klare Aussagen unseres Wahlprogramms. Der Ego-Taktiker Schröder ignorierte gnadenlos die Seele der Partei. Er hatte das Sagen, aber ihm fehlten die Worte. Wenn wir dieses Jahrzehnt und drüber hinaus politisch gestalten wollen, dann muss das Signal, dass wir die Kraft dazu haben, von diesem Parteitag ausgehen, liebe Freundinnen und Freunde, von diesem Parteitag. Das ist ein kultureller Bruch. Zwar ein kultureller Bruch mit den Traditionen der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung, der hier vollzogen worden ist. Deren Stammklientel fühlte sich überfahren. Schröder hatte nicht einmal versucht, ihnen seinen eigenen Lernprozess zu vermitteln. Ich glaube nicht, dass man eine Gesellschaft erstmal tüchtig durcheinanderwirbeln muss und alles zerschlagen muss, damit man hinterher sozusagen dann wieder aus den Trümmern irgendwas Neues und zeitgemäßes hervorziehen kann. Das halte ich einfach für einen Politikansatz, der, ich sag mal, das ist so wie Nero. Ne? Ich zünde die Stadt Rom erstmal an und dann kann ich sozusagen ein neues, glorreiches Rom bauen. Schröder hielt an der Agenda 2010 fest. Er gab den Parteivorsitz ab, um seine Kanzlerschaft zu retten. Es hat schlicht damit zu tun, dass die Angriffe gegen den Parteivorsitzenden durch bestimmte Funktionäre langsam Angriffe gegen die Fähigkeit zu regieren wurden. Und meine Überlegung war, wenn es jemanden gibt, dem diese Funktionärsschicht mehr als mir vertraut, dann werden diese Angriffe relativiert. Sein Nachfolger wurde Franz Müntefering. Diese Entscheidung stand eigentlich im Gegensatz zu den Grundprinzipien von Schröder. Dass man nämlich am besten Herr im eigenen Haus ist. Und dass es nur eine Nummer eins geben kann. Er hatte ja die Erfahrung mit einem anderen Parteivorsitzenden zuvor gemacht. Und das war ein Stück Niederlage für ihn. Anfang 2005 war die Zahl der Arbeitslosen auf 5 Millionen gestiegen. In Nordrhein-Westfalen, dem Herzland der SPD, drohte der Machtverlust. Schröder hielt eine kämpferische Rede und lud die Vorsitzenden aller Parteien ins Kanzleramt. In die Runde platzte die Nachricht vom Sturz der Kieler Ministerpräsidentin Heide Simonis. Am Nachmittag kam dann eben das Ereignis Schleswig-Holstein. Das will ich nicht alles darauf schieben, aber das war von der Emotion her, war das ein absoluter Tiefschlag. Ich glaube, meine Gesprächspartner waren selber erstaunt über die relative Ruhe, die ich jedenfalls vorgezeigt habe. Innerlich hat mich das natürlich sehr beschäftigt, aber man muss ja nicht politischen Gegnern, auch wenn man mit ihnen an einem Tisch sitzt und jeden Triumph gönnen, das auch sichtbar und das sichtbar werden lassen. Da begann zwischen Schröder und mir die Debatte zu der Frage, was ist denn, wenn Nordrhein-Westfalen jetzt wirklich schief geht? Und da hat es 2, 3 Gespräche gegeben, wie immer bei uns nicht unendlich lang, aber so eine halbe Stunde oder so, was macht das gewesen sein, wo wir das versucht haben zu analysieren, wo wir sehr früh gesagt haben, also das könnte die Bruchstelle werden, wo das alles überhaupt nicht mehr geht. Wo wir in diesem Jahr Ende 2005 keinen Haushalt hinbekommen und wo wir elendig scheitern,
weil wir ausgetrocknet werden auf der Strecke bis zum Herbst 2006. Und dann haben wir uns vereinbart, das bedenken wir, jeder für sich. Keiner sagt was dazu von uns beiden nach außen. Und wenn wir uns entscheiden sollten für diese schwierige Sache, das wussten wir beide, dass das dramatisch sein würde, für die Partei und für die Öffentlichkeit, dann machen wir das nur, wenn wir beide meinen, es soll jetzt sein. Und wir waren beide von der Richtigkeit der Entscheidung überzeugt. Wenn er nicht davon überzeugt gewesen wäre, hätte man sie so nicht treffen dürfen. Die Hochrechnungen von der Landtagswahl in NRW sahen erstmals seit Jahrzehnten die CDU klar vorn. Rot-Grün in Berlin rutschte der Boden weg. Und als dann die Prognose klar war und die ersten Hochrechnungen klar waren, bin ich eine Stunde laufen gegangen. Und kam nach einer Stunde wieder und traf auf eine völlig aufgeregte Ehefrau. Und wir hatten auch noch Besuch zu Hause und komm mal schnell rein, es ist was Tolles passiert. Und ich hatte eigentlich gedacht, das hat nochmal gedreht, was ich mir gar nicht vorstellen konnte. Nein, noch viel mehr Neuwahl. Der Bundeskanzler und ich wollen den Gliederungen, den Führungsgremien der Partei vorschlagen, dass wir die Entscheidung suchen und dass wir für den Herbst dieses Jahres Bundestagswahl anstreben. Um dieses Ziel zu erreichen, musste Schröder sich vom Bundestag das Misstrauen aussprechen lassen. Selbstmord aus Angst vor dem Tode? Oder der letzte Coup des politischen Zockers Gerhard Schröder? Ebenso klar muss auch sein, dass dort, wo Vertrauen nicht mehr vorhanden ist, öffentlich nicht so getan werden darf, als gäbe es dieses Vertrauen. In Berlin haben wir uns zum Abendessen getroffen, wie öfters. Und da habe ich die Frage gestellt. Dann sage ich, Gerhard, ich war da mittlerweile mit ihm per Du. Und da sage ich, Gerhard, ich habe jetzt eine Frage. Ich bin politisch jetzt kein Experte, aber jetzt rein vom Gefühl her, musste das so sein? War das notwendig? Und er hat sofort gesagt, jawohl, das musste sein, nicht mehr regierungsfähig und. Was ja auch stimmte. Ja, aber das ist in einem halben Jahr ändert sich ja viel. Otto Schily hat ihm widersprochen. Und komischerweise hat er den nicht ausreden lassen. Dann hat er gesagt, Otto, das siehst du verkehrt, nein, und ich habe recht. Otto Schily hat er nicht aussprechen lassen. Also er war sich, aufgrund dieser Forschheit, war mir eigentlich klar, dass er sich letztlich auch nicht so sicher war. Ich habe immer gesagt, geh zurück an die Grundlinie, lass uns ein Defensivspiel organisieren. Im Bundesrat mit langen Bällen, du hast die Macht, du kannst sie ermüden, du kannst sie erschöpfen. Und die Gelegenheit ja aussuchen, wieder ins Netz zu gehen und zu verwandeln und die Punkte zu machen. Aber Schröder ist kein Defensivspieler. Das ist er nicht. Gerhard Schröder, ein Kraftwerk in eigener Sache. Wenn es für die SPD ein Wunder gab in diesem Wahlkampf, dann war es der Chef selbst. Wieder einmal erlebt er die Grundkonstellation seines Lebens. Der Underdog kämpft gegen den Rest der Welt. Am Samstag, am Tag vor der Wahl, habe ich mit ihm in Frankfurt auf einer Veranstaltung gestanden, auf der Bühne. 20.000, 25.000 begeisterte Leute und wir hatten beiden Zettel in der Tasche, ihr könnt nicht mehr gewinnen. Das ist Schluss. Wir haben gesagt, was sollen wir denen jetzt sagen morgen? Wir haben noch darüber so im Jubel der Menschen gesprochen. Wir haben gesagt, oh Gott, das wird ja alles ganz fürchterlich werden. Auf der Rückfahrt habe ich zum ersten Mal gehört, es bewegt sich was. Die Wahlforscher wissen auch nicht mehr genau, aber hoffentlich bewegt es sich in die richtige Richtung. Das Ergebnis für Schröder war sensationell gut. Vor allem, weil die CDU krachend verloren hatte. Es sah nach einem Patt aus. Gegen 19:30, 20:08 gab es dann im Büro des Parteivorsitzenden, im Willy-Brandt-Haus, in einer Runde von 4, 5, 6 Leuten, eine Diskussion darüber, wer denn jetzt in diese Runde geht, Elefantenrunde. Und Schröder wollte, dass ich dahin gehen sollte. Er hat gesagt, das musst du machen. Und ich sagte, nee, ich gehe da nicht hin, das musst du machen. Weil du hast den meisten Anteil daran und du musst das machen. Und ich habe ihn geradezu dahin geschoben. Er hat gesagt, du musst das machen. So, und in der Zeit liefen Untertitel im Fernsehen, die sagten, es könnte vielleicht sogar sein, dass über die Überhangmandate die SPD die stärkste Partei ist. Das wusste man gar nicht so genau an der Stelle. So, und in diesem Zustand, am Tag vorher tief im Keller, draußen, so gerade Kopf über Wasser und vielleicht doch noch da, ist der Gerhard Schröder dahin. Oh.
Herr Bundeskanzler, ist ja schön, eine dass stabile. Sie mich jetzt schon ansprechen. Sind Sie, nicht mehr, sind Sie jetzt schon zurückgetreten? Nein, nein, überhaupt nicht, Herr Brenner. Ach so, nein, nein, ich meine, das wäre ja. Also ich sage noch mal, ja. Bundeskanzler, das sind Sie ja noch ja. bis zur Neuwahl. Das bleibe ich auch, Herr bis zur Neuwahl eines Neuen. Auch wenn Sie wenn dagegen Sie das, arbeiten. Und wenn Sie das da wieder, ob wir dagegen arbeiten? Ja. Sie haben von Medienmacht und Medienkampagne geredet. Ja, zu Recht, ich weise finde. Darauf hin, ja, zu Recht, dass der finde. ARD und, das und dem ZDF dies nicht vorzuwerfen ist. Oh. Nicht alles, was Ihnen passt, der eine ist sieht es so, der andere sieht es so, Herr Nicht Brenner. Alles, was Ihnen passt, ist ja, Medienkampagne. Das ist schon meine Frage an Sie ist, Sie wollten bitte, stärkste bitte. Partei werden. Ich wollte eigentlich nur noch Abendessen gehen. Diese beiden Journalisten, die da die Fragen stellten, dieses ganze leere Ritual, Herrn Westerwelle und wie sie alle hießen, Edmund Stoiber, der vor Schreck kaum noch reden konnte angesichts des Wahlergebnisses, eine völlig indisponierte Angela Merkel und dann der Kanzler, der die alle wieder raushieb, ja, der haute sie alle raus. Merkel wurde plötzlich wieder lebendig unter seinen wuchtigen Angriffen. Ich fand das nicht klug. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Sie wird keine Koalition unter ihrer Führung mit meiner sozialdemokratischen Partei hinkriegen. Das ist eindeutig. Machen Sie sich da gar nichts vor. Wahrscheinlich hat Schröder an diesem Abend die Kanzlerschaft von Angela Merkel abschließend gesichert. Die wird ihm noch mal dankbar dafür sein, weil damit waren alle Granden der CDU, die noch in der Wahlnacht dabei waren, sie abzusägen, gezwungen, sich mit ihr zu solidarisieren. Ich glaube nicht, dass er das bedacht hat. Dass Aber das ist halt die objektive Folge. Was bleibt von Schröders Kanzlerschaft? Für eine historische Einordnung ist es zu früh. Anfangs hat Schröder wohl mehr in das Ziel investiert, Kanzler zu werden, als Kanzler zu sein. Doch schnell verlor er seine Jungenhaftigkeit. Für seine Spaßkanzlerallüren waren die Zeiten zu ernst. Das Amt hat ihn stärker geprägt als er das Amt. Auf dem Weg von Bonn nach Berlin ist Gerhard Schröder gereift. Zum ersten Kanzler der Berliner Republik. Schröder ist nicht jemand, der jemals angekommen sein wird. Schröder ist immer auf dem Weg. Herr Bundeskanzler, ich melde. Großer Zapfenstreich zu Ihrer Verabschiedung angetreten. I did it my way. Vom Proletenkind zum Regierungschef. Seine Aufstiegsgeschichte hätte früher in den Lesebüchern gestanden. Ein Mann der Visionen war er wirklich nicht. Doch er hat sich offen jeder Situation gestellt. Und vielleicht war genau das seine Stärke. Es ist diese Offenheit, die das eigentliche Verdienst seiner Kanzlerschaft ausmacht. In einer sich rasant verändernden Welt mutete er sich und den Deutschen zu, mit Widersprüchen zu leben. Und er traute sich, Neues zu riskieren. Am Ende brachte er Pop und Patriotismus feierlich zusammen. Wie Schröders ganze Kanzlerschaft war auch sein Abschied zugleich real und immer auch ein bisschen Kino.